Der nächste Neue, der heute verpflichtet wurde, vom 1. FC Kaiserslautern, mit 25 Jahren, Elias Huth. Glück auf im Erzgebirgsstadion. Lieber Elias, eine Station deiner Karriere sind wir nicht so gern. Mach alles richtig, du trägst jetzt lila-weiß. Elias, die erste Trainingseinheit ist beendet. Ich kann dir versprechen, die Temperaturen sind nicht typisch fürs Erzgebirge. Ja, das habe ich schon gehört. Ich habe meine Winterreifen auch extra drauf gelassen. Ja, es wird schnell kalt, aber wir genießen tun wir es nicht. Aber ja, wenn es warm ist, dann ist das okay. Wenn es so heiß ist wie heute, ist es ein bisschen zu heiß, aber wir nehmen das an und schwitzen ordentlich für die Saison. Wie sind die ersten Eindrücke? Ja, so wie man das von Aue kennt, das ist sehr familiär, das Stadion, die Infrastruktur generell ist top und ich denke, dass man sich hier sehr wohlfühlen kann. Sind ja sehr viele neue Spieler heute da, ist es dann einfacher in der Kabine? Ja, also ich denke, wir Spieler brauchen ein, zwei Tage, um uns kennenzulernen, um uns zu verstehen, aber ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind und wir müssen aufpassen, dass wir ja schnell eine Einheit werden. Wir haben noch 4 Wochen bis zum Ligastart und da geben wir alles dafür, dass es auch so wird. Das Erzgebirge ist sehr fußballverrückt. Heute waren 800 Mann da, trotz der Temperaturen. Was hast du dir vorgenommen mit dem Verein? Ja, erstmal Step by Step. Wir wollen erstmal eine Einheit werden mit der Mannschaft. Ich persönlich will meinen Beitrag zum Erfolg des Vereins leisten und mal schauen, ob das auch so funktioniert. Okay, dafür viel Erfolg. Alles klar, danke euch.